You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Was sagt ihr zum neuen Intro? Ach, ich feier's mega. Ich freue mich. Endlich habe ich was Ordentliches. Ich habe es mir mal selber erstellen lassen. Also zumindest das Logo, das Animieren und die Musik drunter legen, das habe ich selber gemacht. Das war jetzt aber auch nicht die Meisteraufgabe schlechthin. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ich mal eure Meinung dazu höre. Und wie immer, Abo nicht vergessen. So, ich wollte mit euch heute wieder in den Sumpf. Warum? Wir brauchen Eisen. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt zu dem Dach hier oben. Das sind viel zu viele Balken, die ich gemacht habe. Das ist doof. Ich glaube, wir lassen immer zwei weg und machen drei nebeneinander. Ich muss mal ausprobieren, ob das mit der Statik passt. Aber ich glaube, das sollte hinhauen. Dann haben wir einerseits nicht ganz so viele Balken, müssen die auch nicht so dolle stützen, sondern haben dann halt jeden dritten Balken oder sowas, haben wir dann hier so einen Kernholzbalken, ihr wisst schon. Ja, mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in der Folge erstmal wieder in den Sumpf. Einerseits habe ich Bock, die Wurzelrüstung komplett zu bekommen. Ich hatte da auch einen netten Kommentar dazu. Das Ding ist ja ein Baum und Bäume besiegt man am besten mit der Axt. Hätte man selber drauf kommen können, aber ihr kennt mich. Ich nicht. Ja, sorry erstmal, dass eine Folge ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber ich kränkel gerade aktuell ein bisschen rum. Also seid mir auch nicht böse, wenn hier ab und zu mal meine Stimme versagt. Jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich es mir markiert? Krypte neu? Wir waren bei der da oben, ne? Jetzt lasst mal gucken. Wir haben den gesunden Met mit. Wir haben auch einen Met des Giftwiderstands mit. Essen passt. Ausgeruht haben wir noch eine Viertelstunde. Das ist in Ordnung. Wir werden ja wahrscheinlich wieder eine Monstrosität treffen. So oft wie die in der letzten Folge am Start waren. Scheinen die ja nicht allzu selten zu sein. Ich verlinke es euch nochmal oben rechts, wer es noch nicht gesehen hat. Ich habe ein kurzes Update-Video gemacht zu den Updates, die uns dieses Jahr erwarten. Ich freue mich echt mega drauf, wenn sich hier noch mehr ändert. Und hoffe, dass das erste Update Mistlands zeitnah kommt. Weil dann haben wir einfach mal wieder komplett ein neues Biom, ne? Also schon geil. Das erweitert das Spiel halt doch nochmal ungemein. Ich bin mal gespannt. So. Bisher noch nichts zu sehen. Ah, Knochenwanst habe ich aus Versehen aktiviert. Ich zock aktuell ein bisschen Icarus. Und mache da auch ein paar Tipps und Tricks Videos dazu. Ist kein komplettes Let's Play jetzt, aber so ab und zu mal ein bisschen was zusammengeschnibbelt. Und ja, da ist die Aktionstaste natürlich F. Und hier ist sie E. Und dann gehst du in Valheim rein. Willst einfach bloß irgend so eine doofe Kiste mal kurz anklicken oder aktivieren und haust dir natürlich erstmal schön Knochenwanst rein. Ja, man kennt es. Habt ihr das gerade gesehen oben? Ich wollte gerade das Schild aktivieren. Das ist auch kurz so gelb geworden, dass ich es aktiviere, aber es hat es nicht aktiviert. Ist mir ja generell irgendwie schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich auf einmal kein Schild mehr in der Hand habe, obwohl ich drauf getippt habe. Ich dachte mal, ich bin bekloppt. Weil das liegt schon irgendwie nah. Aber anscheinend kann nicht immer ich auch was dafür oder so. Ihr wisst schon. Ja, als kleine Entschuldigung für die ausgelassene Folge kommt dafür heute und morgen eine. Ich hoffe, das ist Entschuldigung genug für euch. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wir sind prinzipiell noch richtig. Wir haben auch ordentlich Inventarplätze frei, dass wir uns hier noch etwas Eisen klauen können. Aber so eine Monstrosität könnte ruhig auch noch vorbeikommen. Was ist denn das hier Cooles? Waren wir hier schon mal drin? Hier war nichts weiter, ne? Ich glaube, hier unten eine Kiste oder sowas. Nee, nicht mal das. So, wo ist denn die Krypte? Hier drüben. Da ist sie. Na gucken, wie viel Eisen wir noch rausholen können. Ich wollte ja eigentlich Ende letzte Folge noch ein bisschen Flachs neu pflanzen und abbauen. Also das war auch fertig. Aber hier schon wieder. Zum Glück war es noch nicht bereit.
Ich habe ein bisschen Flachs abgebaut, 48 Stück, glaube ich. Aber ich habe noch kein neues wieder angepflanzt. Ach, guck mal, das geht doch gut los hier. Ah, Gott, ich bin erschrocken. Wann bin ich das letzte Mal erschrocken in Valheim? Dachte mir, drehst dich mal rum und guckst mal nicht, dass hier einer von hinten angerannt kommt. Ja, und in dem Moment war er auch schon da. Schön. Ja, da kriegen wir doch hier noch ein bisschen Eisen raus. Perfekt. Ich habe mir nämlich auch mal ein paar Deko-Videos und so angeguckt, weil, ganz ehrlich, es fehlt definitiv noch bei meinen Gebäuden. Es sieht alles noch so kahl und... ja, so unschön aus. So steril, ihr wisst schon. Oh, geil, eine Truhe. Da sind hoffentlich 20 Eisen drin. Kommt, Leute, jetzt drückt mal die Daumen. Ach, schon wieder die falsche Taste. Moment, wir machen erstmal den Schlamm tot. Mann, ich glaube, ich gewöhne mir in Zukunft an, in neuen Spielen einfach die Aktionstaste auf E zu legen. Ach, komm. Schweinerei. Ich dachte, hier kommen mal ein paar Eisen rum. Ja, ich... ach. Mann, läuft der heute hier mal wieder. Jetzt zieh den doch wieder an. Ich wollte mich hier nicht nackig machen. Im Dreck, im Sumpf. Ja, ich werde mir das wahrscheinlich wirklich angewöhnen, in neuen Spielen einfach die Aktionstaste auch auf E zu legen, weil du kommst durcheinander. Und gerade hier ist halt fies. Weil du mit der Taste auch noch direkt deine Kraft aktivierst und dann erstmal schön warten kannst, bis die wieder aufgeladen ist. Wie sieht's denn aus? Wir haben schon wieder 8 Stück zusammen. Perfekt. Ja, also ich habe mir ein paar Deko-Videos angeguckt. Da gibt es echt ein paar ganz coole Sachen. Ich habe was gesehen. Das probieren wir definitiv auch mal aus. Beziehungsweise ich wollte es sogar schon ausprobieren, kurz vor Start der Folge hier. Aber du musst das in der Nähe der Schmiede machen. Das habe ich nicht bedacht und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Und zwar kann man dieses coole Kühlfass hier hinstellen. Vorher so einen kleinen Balken ziehen. Hier so ein Querding. Und dann mit den Objektständern davon 3, 4 auf den kleinen Balken draufhauen und dann da Blaubeeren oder Himbeeren oder so hinpacken. Dann kannst du den Balken wieder wegreißen und dieses Fass runterstellen. Dann sieht das halt einfach aus wie so ein Fass auf so einem Markt halt, wo überall Blaubeeren oder Himbeeren drauf liegen. Dass es halt so aussieht, als wäre das Ding damit gefüllt. Fand ich ziemlich cool. Und auch noch ein paar andere Sachen. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache mit der ganzen Dekoration, ob wir das zusammen machen oder ob ich da auch Schnitte setze. Mal schauen. Also nach der Folge hier heute werde ich definitiv erstmal das Dach bearbeiten. Das wird Zeit. Ich wollte jetzt bloß aber auch nicht heute wieder was anderes machen. Weil wie gesagt, das Eisen brauchen wir eh. Ich will halt von den Eisengittern und von anderen Sachen da ein bisschen noch was dran basteln, dass die Fassade noch etwas schöner wird. Hatte ich euch ja gezeigt. Deswegen brauchen wir erstmal einen kleinen Eisenvorrat. Hallo, lieber Trogger. Gott, das sah ja eklig aus, als hätte der den Schleimling als Hut gehabt. Ihr habt doch hier perverse Sachen gemacht. Ich hab's genau gesehen, die sind selber erschrocken. Das ist der wahre Grund, warum hier überall die Schrotthaufen liegen. Das ist eigentlich ein Swingerclub. Ah, Mann, das kann doch nicht der Ernst sein. Es tut mir leid. Nein, gut, wir brauchen... na gut, den Knochenwanz hätte ich eigentlich schon gern gehabt für die Monstrosität, um das einfach mal mit der Axt zu probieren. Und wieder, es tut mir leid, ich bin krank. Das ist die Ausrede für alles. Ich bin einfach durch. Ah, wir haben noch eine Kiste. Die habe ich schon fast gar nicht gesehen. Ja, 10 Eisen. Und wir sind... ach so, ja, wir sind natürlich überladen. Wenn wir den Gürtel nicht umhaben. Wie sieht's denn aus? 407. So viel geht nicht mehr, aber 25 Eisen haben wir schon. Was kostet denn eigentlich so ein Gitter? 2 Eisen. Gut. Kriegen wir zumindest schon mal 12 hin und ein bisschen Eisen haben wir ja auch noch. Ja, schön einmal Knochenwanz verschenkt. Aber nächste Folge haben wir dann wieder volle Kraft, weil ich ja dann, wie gesagt, nach der Folge das Dach ein bisschen bearbeite. Sag mal, Riesenkrypte. Krypta. Aua, haut doch ab.
geil. Guck mal, was hier alles noch an Schrott liegt. Wahnsinn, das Ding ist eine Silbergrube. Eisengrube. Wie sieht's aus? 419. Komm, wir hauen hier noch zwei, dreimal drauf. Dann machen wir in die Basis, hauen das alles in die Schmelzöfen rein. Irgendwo ist noch was. 419. Ja, hauen das alles in die Schmelzöfen rein, würde ich sagen. Und dann machen wir uns nochmal fix in die Ebenen. Dass wir dort das Flachs noch anbauen. Und dann werde ich nach der Folge ein bisschen Dach und so machen. Und dann starten wir nächste Folge. Hoffentlich mit einem fertigen Dach, beziehungsweise schon mit einem weiter vorangeschrittenen Dach. Gut, 439. Das soll erstmal passen. Wir können vielleicht hier nochmal kurz reinhauen. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Eisen unter. Bleibt jetzt schon was liegen? Nö, 449. So, besser geht nicht. Ein Pilz hätten wir vielleicht noch mitnehmen können oder zwei. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Ich wollte eigentlich, doof, dass ich es nicht gemacht habe, nochmal Zeug für neues Portal mitnehmen. Ja, dann pfeifen wir jetzt erstmal auf die Monstrosität. Hey, Odin! Auch lange nicht gesehen. Hat sich mal wieder blicken lassen. Ich hätte die Wurzelrüstung schon gerne jetzt vollständig gehabt, aber ich werde jetzt nicht explizit danach suchen. Wir werden eh in Zukunft öfter mal wieder in den Sumpf gehen. Einerseits wegen Eisen und auch wegen den Suttlingkernen und so. Ach stimmt, ich hatte auch noch einen Tipp. Bin mir gerade gar nicht selber, ob es von derselben Person war. Dass man die Monstrosität auch in das Feuer locken kann, wo die Suttling-Typen sind. Da kommt doch immer so eine kleine Feuerfontäne aus dem Boden. Das da. Dankeschön. Dass das gerade in dem Moment kam. Ja, kann man wohl auch dahin locken und dann fängt er an zu brennen. Müssen wir alles ausprobieren. Also Axt draufhauen und ins Feuer locken. Steht auf dem Plan. Ist die hier noch zu? Nee, waren wir auch schon. Feuerviecher, geil. Wieder beste Namensgebung von mir hier. Ach, natürlich kommt jetzt noch eine. Naja, gut. Jetzt ist das Feuer leider ein bisschen weg, aber bekämpfen würde ich es trotzdem gerne. Knochenwand hält sogar noch 50 Sekunden. Komm, volle Kraft voraus. Mal gucken. Macht. Naja, aber dafür, dass das eigentlich eine echt schlechte Axt ist. Also wir können ja nochmal kurz Frostner anhauen. Ah, Moment, jetzt wird es hier gerade ein bisschen viel. Wir müssen erstmal kurz die kleinen Ads hier wegkriegen. Komm, fort mit dir und... Ach, die Ausdauer. Mann, da kommen sie aber gleich wieder alle angerannt, ne? Alleine trauen sie sich nichts. Die Sumpfbewohner sind wirklich alles Feiglinge. Man kann es nicht anders sagen, aber die kommen immer zu zehnt. Ich finde das Vieh einfach geil. Ich hoffe, es kommen in Zukunft öfter mehr von solchen Gegnern. Also mit den nächsten Patches und alles, was so kommt. Ach, Zonni! Warum so zornig heute? Oh, zwei sogar. Guck ja, sogar der ist ein Feigling, obwohl er ein Geist ist. Aua. Knochenwanz ist vorbei. Und unsere Lebensmittel geben langsam nach. Und ich hänge hier irgendwo im Wasser. Aua, das könnte knapp werden. Alter Schwede. Nein. Ich muss einen gesunden Met reinhauen. Und ich habe mir den natürlich wieder nicht auf die Schnelltaste gepackt. Aua. So wie ich halt bin. Man kennt ihn. Ach, ist doch gut. Mann, eigentlich sind wir so OP gegen die Typen. Aber ich stelle mich wieder an, wie der allererste Valheim-Spieler. Ach, haut doch ab. Bin gerade am überlegen, ob wir einfach abhauen, weil irgendwie wird es mir gerade zu viel. Wir haben halt auch echt scheiß Lebensmittel am Start. Ja, ist doch schneller. Ey, da stellt er sich in Ruhe hin, snackt sich erstmal so ein Wolfsfleisch vom Knochen. Statt hier mal ein bisschen 43 Leben. Ey, Leute, das wird echt... Oh, ich lock immer mehr Gegner an. Oh nein, wir hatten so lange keinen Tod. Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Die Sache ist, die scheiß Ausdauer ist uns ganz schön im Nacken. Oh, oh.
Oh, 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 es wird immer mehr. Hey, wir werden sterben, Leute. Wir werden sterben. Nein, ich will aber auch nicht... Ich versuche hier irgendwie auf Festland zu bleiben. Versteht ihr? Ja, weil hätte ich jetzt Knochenwanst frisch, dann hätte ich mich nicht vertippt, wäre das alles cooler geworden. Ich glaube, wir müssen flüchten. Das Problem ist mit der Nässe und dem ganzen Kack. Ach, komm. Jetzt haben wir kurz die Monstrosität ein bisschen weggelockt. Nicht noch eine Vergiftung reinhauen. Wir haben zwar einen Trank am Start, aber... Mann! 28 Leben. Hä? Warum haben wir denn auf einmal... Wir hatten doch gerade viel mehr. Ich weiß halt nicht, ob hier die ganze Zeit auch noch Pfeile kommen, aber ich glaube nicht. Komm, jetzt müssen wir hier mal... Ja, natürlich nochmal schön am Spawner vorbeigerannt. Ach, das ist wieder heute Professionalität vom Allerfeinsten. Vor allem, warum regenerieren... Wir sind gleich tot. Wir regenerieren aber auch fast gar kein Leben, ne? Das ist die doofe Kombo, die ich reingehauen habe. Wir können uns in 2 Sekunden einen neuen Met reinklatschen. Brauch nur mal irgendwie kurz eine Sekunde Ruhe, die ich nicht habe. Nein. Komm, Met, 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 Met. Ah, ja, war okay. Die Sache ist, ich habe auch absolut keine Ahnung, wo unser Portal rumhängt. Ach doch, da oben. Wir haben es ja auf der Minimap schon. Komm, wir müssen flüchten, Leute. Ich habe echt... Oh, wir sind aber voll. Wir könnten auch mal wieder fighten. Ah, jedoch nicht jetzt der Leck. Hallo. Oh, vor allem der Mega-Leck des Jahrtausends. Jawohl. Das war wichtig und richtig. Perfekt. Jetzt haben wir erstmal kurz ein bisschen Ruhe. Ach komm, jetzt hau mal die Schleimlinge weg. Hat die Monstrosität sich verzogen? Die hängt da hinten rum. Alles klar. Zum Glück habe ich die gesunden Mets mitgenommen. Ohne die wäre es gerade echt richtig hässlich geworden. Das ist halt aber auch wieder der Sumpf, ne? Bis 2 Sekunden mal am Kämpfen, zack, hast du wieder 40 Gegner um dich herum. Ich weiß nicht, heben wir uns den auf? Wie sieht's denn aus? Ah, 3 Minuten geht die Folge noch. Ich hätte eigentlich schon Bock, den noch zu holen. Komm, wir holen den noch. Hier ist hier so ein Feuerding. Oder was fackelt hier so? Was ist das? Hä? Hab ich Feuerpfeile? Ah, ich habe einen Feuerpfeil da reingehauen. Wir können sogar mit dem Bogen blocken. Habt ihr das gesehen? Nee, jetzt hauen wir hier erstmal den Zonny weg. Ich habe keinen Bock auf den Zonny und ich hänge hier schon wieder an irgendwas drin. Mann! Der Sumpf. Hä? Ach, weil wir kurz im Wasser waren, haben wir natürlich... Jetzt geht's hier wieder ein Kampf mit 0 Ausdauer. Mann, was kann man denn für ein Pech haben? Der wirft mit Baumstämmen. Nein, geh weg. Ach, das ist aber auch halt das im Sumpf, ne? Du rennst weg und zack, hast du deine Waffen nicht mehr in der Hand, weil du kurz so weit unter Wasser bist, dass der das alles loslässt. Das macht's halt echt nicht einfacher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich häng hier, ich häng hier. Leute. Oh, wirklich. Ich hasse den Sumpf. Ich hasse ihn einfach. Wir haben 41 Leben. Ich hätte mal einen Ausdauermet noch machen müssen. Wir haben leider keine mehr in der Kiste, sonst hätte ich einen mitgenommen. Scheiß drauf. Wir machen jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock zu sterben. Wir verlieren wieder so viele Fertigkeitspunkte. Kack hier, also nicht Fertigkeitspunkte, ihr wisst schon. Ich sterb gleich. Ich sterb gleich. 14 Leben. Keine Ausdauer. Zorngeist kommt. Boah, ey, was willst du machen? Was willst du da machen? Schnell. Nein. Glocken, Glocken. Boah, Gott, ey, der dritte Trank jetzt. Leute, wir sind vor allem jedes Mal schon in der Nähe, aber... Ich sollte vielleicht nicht so viel springen, aber dann komme ich halt auch wieder ins Wasser und... Ach, Mann, ey. Wirklich, jetzt zack, jetzt hau doch mal diesen Zorngeist weg. Ich werde langsam ein bisschen aggressiv hier. Ich bin krank, Leute. Wisst ihr? Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Mal ein bisschen nachsehen. Ich kann nicht mal zuhauen. Ich kann halt nicht mal zuhauen. Gut, Monstrosität gibt mal eine Sekunde Ruhe. Jetzt die weggehauen. Und jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ich glaube, wir können uns das zu Nutzen machen, dass das Vieh so groß ist, weil das immer außenrum um die kleinen Bäume laufen muss. Also um die... Kleinen Zwischenräume zwischen den Bäumen.
85 Leben. Wir müssen mal gucken, wenn ich den blocke. Oh, der hat nicht getroffen. Aber ja, der haut schon gut rein, die Axt, ne? Im Vergleich zu Frostner. Ja, definitiv. Das heißt, mit einer richtig ordentlichen Axt sollte der Gute eigentlich kein Problem mehr sein. Und irgendwie trifft er uns auch nicht so geil. Cool, danke für den Tipp an der Stelle. Ja, komm. Aua, komm, jetzt noch ein, zweimal draufhauen, dann haben wir ihn doch. Komm. Ey, das war jetzt sogar nochmal richtig knapp, ne? 27 Leben. Und wir haben ihn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch schaffen, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch echt dumm angestellt. Was hauen wir mal weg hier? Die drei Knochen brauchen wir nicht. Ich hätte aber gerne die Wurzeln. Hier liegt noch Glibber. Viermal Wurzel. Eigentlich gab es immer fünf, oder? Komm, Schlundi. Geh weg. Liegt hier nicht noch irgendwo eine Wurzel? Wenn, dann nimmt er sie ja automatisch auf. Doch, hier drüben. Gut, wir verziehen uns jetzt mal ganz schnell. Wir sind schon wieder in der Überlänge. Ich möchte jetzt einfach nur noch nach Hause. Das war mir viel zu aufregend gerade. Es ist halt fieses Gebiet. Also einfach der Sumpf an sich macht dir halt zu schaffen. Dass das auch viele kleine, eklige Gegner sind und so, gar keine Frage. Aber was halt einfach fies ist, ist die Umgebung, weil du andauernd im Wasser bist. Du bist nass, hast weniger Ausdauerregeneration. Verlierst andauernd deine Waffen aus den Händen. Musst sie wieder neu in die Hand nehmen. Überall irgendwo Bäume im Wasser, wo du dran hängen bleibst. Also, das ist schon ziemlich feindliches Terrain hier. Aber wir haben es geschafft. Und haben eigentlich auch alles erfüllt, was ich diese Folge mit euch machen wollte. Wir haben ordentlich Eisen gesammelt. Wir haben eine richtig geile Krypta gefunden, in der wir noch mehr Eisen holen können. Und wir haben noch eine Monstrosität besiegt. Haben das zumindest das mit der Axt ausprobiert. Mit dem Feuer machen wir mal noch, wenn so ein Vieh irgendwo mal in der Nähe ist von so einer Feuerfontäne. Und dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, morgen kommt da noch eine Folge als kleine Entschuldigung. Und sagt mal Bescheid, was ihr vom neuen Logo haltet und vom Intro. Bis dahin, macht's gut.